Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Runde Boxenfunk. Ich habe euch versprochen, ihr sollt mir Fragen stellen, ich antworte drauf. Jetzt ist es soweit, die erste Runde machen wir und legen wir direkt mal los, würde ich sagen. Dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage und die heißt, wie bin ich zum Motorsport gekommen? Die Frage kommt relativ oft. Und die ist auch ganz einfach zu beantworten. Mein Vater und mein Bruder sind früher selber Rennen gefahren. Ich habe noch einen Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich. Und ich war halt immer mit. Und irgendwann hat der kleine Jan gesagt, hey, ich will auch mal. Und die wollten das aber am Anfang gar nicht. Also am Anfang so mit 6, 7, als ich da schon angefangen habe zu drängeln eigentlich, wollten die das überhaupt nicht, weil sie gesagt haben, hey, das kostet ganz schön viel Geld und es ist sehr zeitintensiv. Und wenn, dann müssen wir es richtig machen. Und ja, ich habe aber so lange gedrängelt, bis ich dann irgendwann endlich selber mal fahren durfte. Ich bin dann immer in so einem kleinen Kieswerk rumgefahren mit meinem Go-Kart und so Pylonen rum mit meinem Vater und mit meinem Bruder. Und das war relativ witzig. Und irgendwann habe ich so viel gedrängelt, da war ich mittlerweile 12, habe ich so viel gedrängelt, dass ich dann mein erstes Go-Kart-Rennen fahren durfte. Und ich bin mal direkt im ersten Rennen auf Pole Position gefahren und habe das Rennen als Zweiter beendet, weil ich halt keine Ahnung hatte, wie so ein Rennen überhaupt funktioniert. Und hatten sie halt relativ wenig Argumente, mir das aus dem Kopf wieder zu schlagen. Und ja, dann ging es los. Ich bin an die Meisterschaft weitergefahren, bin Vizemeister geworden in der Meisterschaft 99 war das. Und dann ging es halt Schritt für Schritt weiter. So hat es bei mir angefangen, als mit dem Go-Kart bis hin zur Formel 3. Dann war ich irgendwann Porsche Junior fürs UPS Junior Team. Und mein Kumpel Lance David Arnold war dann mein Teamkollege. Seitdem sind wir auch Freunde. Und ja, so ging es immer weiter und mittlerweile dann Test- und Entwicklungsfahrer bei AMG. So bin ich zum Motorsport gekommen. Frage Nummer 2. Wie habe ich meinen jetzigen Job bekommen? Mein jetziger Job ist ja Test- und Entwicklungsfahrer für AMG und zudem bin ich auch noch Instruktor, Sprecher, Kommentator, was man eben auch sagen will. Und es gibt viele Wege, wie ich da überall hingekommen bin. Der erste Weg, Test- und Entwicklungsfahrer für AMG. Im Jahr 2010 bin ich durch meinen Kumpel Kenneth Heyer bin ich zu einem Test gekommen von AMG und in Monte Blanco damals in Spanien. Und da war ich so gut anscheinend, dass AMG zu mir gesagt hat, hey, wir wollen, dass du 24 Stunden Dubai fährst für uns. Wir sind dann direkt in dem Rennen Dritter sind wir geworden in dem Rennen. Und da ging die Geschichte immer weiter. Ich habe dann als Instruktor angefangen bei AMG und so weiter und so fort. Und ja, bin dann unter Vertrag gewesen bei AMG. Vorerst noch als Fahrer, wo sie mich vermittelt haben und seit letztem Jahr, seit 2015, dann auch Test- und Entwicklungsfahrer für AMG. Heißt also, ich bin in die komplette Entwicklung und alles mit eingebunden, was den GT3 betrifft. Mache auch sehr viel mit für die Serie, für die Serienautos. Also, das ist der eine Job. Der andere, Instruktor, das mache ich schon, seit ich glaube ich 18 oder 19 bin. Das hat damals bei Porsche schon angefangen. Und da ist es so, dass ich, ja, angefangen habe, mir das mal ein bisschen anzueignen, immer bei Events mit dabei war und immer weiter gemacht habe das Ganze. Und jetzt mache ich das Ganze auch für AMG, bin da relativ tief involviert in das Ganze. Also ich entwickle auch sogar Konzepte mit für neue Trainings, wo die Leute hinkommen, Fahrtrainings machen, aber auch interne Trainings habe ich euch ja letztens mitgenommen in Mendig, wo wir waren. Das habe ich zum Beispiel entwickelt, dieses Training. Und so eine Sachen, die mache ich jetzt auch und da bin ich auch weltweit unterwegs. Und die letzte Sache, Sprecher, Kommentator, was auch immer. Wie ihr vielleicht merkt, labere ich gern. Und das hilft manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und ich wurde dann angesprochen von Eurosport und aus den alten Beziehungen noch zu Porsche. Die wollten unbedingt, dass ich den Porsche Supercup kommentiere. Und so ist die ganze Geschichte entstanden und ich habe das ja immer mal so ein bisschen nebenbei gemacht. Wenn ich Langeweile an einem Rennwochenende hatte, hatte ich mit Freunden, Bekannten gesprochen, Olli Sittler, Burkhard Bechtel und so weiter und so fort, Richie Reichert. Mit denen habe ich einen gesprochen, die halt DTM, Porsche Erfahrung haben und da habe ich mich einfach mit dazugesetzt. Und wie gesagt, dann ist das alles dazu gekommen, dass Porsche das dann auch noch wollte, dass ich das für den Supercup dieses Jahr mache. Eurosport hatte gesagt, hey geil, der Jan ist cool, den nehmen wir mit nach Le Mans. Und deswegen war ich die ganze Woche in Le Mans, durfte dort ja auch mit kommentieren für diejenigen, die es vielleicht nicht gesehen oder besser gehört haben. Ja, und das mache ich jetzt und mittlerweile auch YouTube-Videos. Frage Nummer 3. Was ist der Unterschied zwischen einer Werksunterstützung und einem Werksteam oder werksunterstützten Team und Werksteam? Ist relativ schwierig, die Frage. Na, verstehe ich so ein bisschen, dass die kommt. Fange ich mal mit dem Werksteam an. Ein Werksteam ist ein Team, was von einem Hersteller kommt. Nehmen wir AMG als Beispiel. AMG stellt Mechaniker, Ingenieure,
Autos, alles, Ersatzteile, alles zur Verfügung, beziehungsweise nutzt es selber und macht selber diesen Einsatz. Das heißt also, es ist kein externes, privates Team oder sowas dazu für genommen wird, sondern rein intern nur von AMG wird das gemacht oder von anderen Herstellern. Das ist ein Werkseinsatz. Ein werksunterstützter Einsatz hingegen ist, wie zum Beispiel bei uns im Fall, wir haben die AMG Performance Teams, haben wir Black Falcon, wir haben Haribo Racing Team AMG, wir haben HTP Team AMG. Also auf der Nordschleife zum Beispiel sind es diese drei Teams, die werksunterstützt sind. Bedeutet, sie machen selber den Einsatz, aber AMG kommt hinzu, in dem Fall auch die HWA, was aus der DTM bekannt ist, kommen hinzu und stellen Ingenieure und Mechaniker hinzu. Also nicht rein nur von denen, sondern da kommen noch ein, zwei Leute mit hinzu. Und das ist dann eine Werksunterstützung. Gibt es auch ein bisschen Unterstützung in verschiedenen anderen Bereichen, Teile-Support und so weiter und so fort. Ein bisschen mehr in die Entwicklung mit inbegriffen. Und das ist dann eine Werksunterstützung. Eine Werksunterstützung ist das dann. Frage Nummer 4. Wie läuft es ab, wenn wir ein Auto abstimmen und auf was achten wir da, war die Frage. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin zum Beispiel ein Fahrer, der geht hin und sagt rein, was das Auto macht. Also ich merke dann im Popometer und sage, beim Einlenken in die Kurve übersteuert das Auto, untersteuert das Auto, in der Mitte der Kurve macht das Auto dies und das und im Ausgang macht das Auto dies und das. Das gebe ich dem Ingenieur weiter und der sollte dann im besten Fall die Lösung dafür haben. Es gibt aber auch andere Fahrer, die gehen hin und sagen, sie wollen gern den Stabi härter, weicher haben. Sie wollen gern die Dämpfer so und so eingestellt haben, die Flügel so und so eingestellt haben. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen und ja, so tastet man sich ran. Wir teilen die Kurve in drei verschiedene Bereiche, mal mindestens ein, vier sogar, wenn man den Bremsvorgang mitnimmt. Dann teilen wir die Kurven in langsam, mittel, schnell und schnelle Kurven. Ja, das machen wir einfach alles und dann tastet man sich da Schritt für Schritt an das optimale Setup ran. Und auf was wird geachtet? Na, dass wir halt das Bestmögliche rausholen. Wir haben 100% Grip, den wir irgendwo erreichen wollen. Und meistens fangen wir aber nicht bei 100% an. Deswegen tasten wir uns da langsam ran und machen die kleinen Stellschrauben. Die nehmen wir dann, um 100% am Ende zu erreichen. Frage Nummer 5. Wie fährt sich ein GT3 im Vergleich zu einem Straßensportwagen? Komplett anders. Ein Rennauto, ein GT3 ist ein Rennauto, ein reinrassiges Rennauto, hat zwar noch das Chassis von einem normalen Straßenauto, aber fährt sich komplett anders. Anderes Fahrwerk drin, andere Reifen, alles ist einfach anders. Deswegen fährt sich da, ist der Unterschied relativ groß. Man muss sagen, die ganzen Sportwagen, Supersportwagen kommen schon sehr nah einem Rennauto. Wenn wir jetzt wieder AMG als Beispiel nehmen, ihr seht, hahaha, warum mache ich das? Ich bin bei AMG. Der AMG GTR, der jetzt rauskommt, der kommt schon einem Rennauto sehr nah, weil viele Einflüsse aus dem Motorsport halt reinkommen. Dennoch, der Unterschied ist einfach, ein Rennauto liegt satter auf der Straße, ist viel härter abgestimmt, muss ja nur auf der Rennstrecke fahren. Topfeben sind die Rennstrecken fast alle und deswegen, da braucht man nicht auf Komfort zu achten. Und deswegen, ja, Auto ist sehr direkt, ich lenke ein, das Auto lenkt sofort ein. Auch beim Bremsen ist alles sehr, sehr ruhig. Bei einem Straßenauto muss man noch ein bisschen auf Komfort achten. Heißt also, wenn ich durch die Kurven fahre, muss das Ganze auch ein bisschen bequem sein. Ich muss auch längere Strecken mal fahren können und so weiter und so fort. Und deswegen, wir sagen das so schön, das Auto fährt sich eher schwammiger. Das ist so der Hauptunterschied eigentlich zwischen einem Rennauto GT3 und einem Straßensportwagen. Frage Nummer 6. Wie halte ich mich fit? Oh, ja, ich war am Anfang nie ein richtiger Fan von Fitness. Aber mittlerweile macht es mir echt richtig Spaß. Ich mache relativ wenig Krafttraining. Ich mache ab und zu mal so ein bisschen Bodyweight, also so mit dem Körpergewicht Übungen, Liegestütz, Crunches, also Sit-Ups, alles sowas. Aber ich laufe sehr, sehr viel. Also ich bin mega gern Läufer. Das heißt also, ich renne durch die Gegend. Ich mache so ungefähr so 70 Kilometer in der Woche. Mache allerdings auch Wettkämpfe. Das heißt, ich laufe Halbmarathon, ich laufe 10 Kilometer Läufe. Ich habe einen Marathon schon gemacht. Also da habe ich echt Bock drauf. Das macht mir Spaß. Und deswegen, ich laufe sehr, 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 sehr viel. Und so halte ich mich eigentlich fit. Frage Nummer 7. Wann fahre ich wieder für Haribo? Ja, wenn ihr das Video seht, dann den Samstag drauf. Nein, also jetzt VLN 6 werde ich mit Haribo wieder unterwegs sein. Das heißt also, das Rennen vor dem 6-Stunden-Rennen als Test sozusagen nehmen. Und da freue ich mich drauf, endlich wieder VLN, wieder Haribo mit dem Uwe und mit dem Lance werde ich da zusammen auf dem Auto sitzen. Und ja, werden wir wieder an den Start gehen. Ich freue mich da drauf. Ein 4-Stunden-Rennen wird es.
endlich wird es auch mal Zeit für den ersten Sieg. Wir kämpfen, dass wir das schaffen. Es wird schwer. Ich denke mal, die Konkurrenz wird groß sein. Einfach auch intern wieder die AMG-Teams, die da sind. Aber wir kämpfen drum. Aber wichtig ist die Vorbereitung für 6 Stunden Rennen, was ja dann VLN 7 ist. Und da bereiten wir uns optimal drauf vor. Also, VLN 6 ist mein nächster Einsatz. Frage Nummer 8. Ja, ich bin beim 6-Stunden-Rennen dabei. Nein, die Frage war, bin ich auch beim 6-Stunden-Rennen dabei? Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Ja, ich werde ihr VLN 6 fahren und dann das 6-Stunden-Rennen, was VLN 7 ist, auch fahren. Und die beiden Rennen, die sind jetzt erstmal geplant. Eventuell fahre ich auch noch länger dann in der VLN-Saison. Das steht aber noch nicht ganz fest. Aber die zwei Rennen, die sind auf jeden Fall mal geplant. 6-Stunden-Rennen bin ich dabei und hoffe natürlich, den einen oder anderen von euch auch zu sehen. Vorletzte Frage, Frage Nummer 9. Wo gibt es die Jacken, die AMG-Jacken, die ich trage? Ihr habt es vielleicht gesehen in dem Video aus Mendig mit dem Maro zusammen oder in dem Video von der Nordschleife von Mercedes-Benz Australien. Diese schwarz-rot-weiße AMG-Jacke, das ist Teamwear. Das gibt es leider nur intern, gibt es gar nicht zu kaufen. Wir tragen die Sachen, weil, ja, das ist unsere Teamwear, damit wir immer zu erkennen sind, wer wir sind, zu wem wir gehören, wo wir hingehören. Und deswegen gibt es die leider nirgendwo zu kaufen. Leider. Und last but not least, Frage Nummer 10. Frage Nummer 10 ist, ob ich auch an PCs fahre oder Simulatoren fahre. Nein, ich habe das mal gemacht eine Zeit lang, aber nie so richtig, immer so ein bisschen nur. Aber nein, ich habe leider die Zeit nicht dafür. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn man es nicht richtig macht, es gibt da so einige Freaks, wirklich Freaks bei uns auch unter den Rennfahrern, die das echt gut machen. Hut ab, also es ist sau schwer, ich weiß. Aber die Jungs machen das gerne und haben da richtig Bock drauf. Und nee, ich mache das leider nicht. Ich mache dann andere Dinge. Ich gehe fotografieren oder filme mich selber oder so. Das waren die 10 Fragen vom Boxenfunk. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was weitergeben und euch auf eure Fragen antworten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann postet sie einfach hier unter dem Video oder auf Facebook oder auf Instagram oder Twitter oder was weiß ich, wo auch immer. Postet sie, stellt mir die Fragen, ich werde sie beantworten, ich werde wieder so ein bisschen was sammeln und dann werde ich ein neues Video zum Boxenfunk machen. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, dann würde ich mich echt drüber freuen. Er wächst so langsam machen wir Fortschritte. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Das nächste Video wird sein, das kann ich schon mal ankündigen, zur VLN. Da werde ich wieder einen Vlog machen über die VLN, also wie das Ganze da abläuft, einfach mal hinter den Kulissen euch mitnehmen. Und ja, das wird am Sonntag dann rauskommen. Also Samstag ist VLN, Sonntag wird dann das Video kommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.